Das Sonnensystem. Unser Zuhause im Weltall. Wir leben im äußeren Teil der Milchstraße, unserer Galaxie. Sie besteht aus Millionen von Sternen. Einer davon ist unsere Sonne. Zusammen mit 8 Planeten und vielen Asteroiden bildet sie unser Sonnensystem. Die Planeten heißen Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. In Wirklichkeit sind sie nicht so groß wie auf dem Bild. Verglichen mit der Sonne sind die Planeten winzig klein. Zudem sind sie sehr weit voneinander entfernt. Wäre die Sonne so groß wie ein Basketball, dann könntest du dir Merkur als ein 10 Meter entferntes Sandkorn vorstellen. Das ist Merkur. Er ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Sein Nachbar, die Venus, ist sehr heiß. 460 Grad Celsius. Das ist uns Lebewesen viel zu warm. Anders ist es auf der Erde. Sie ist der einzige Planet, von dem wir wissen, dass es dort Leben gibt. Siehst du, dass ein Teil der Erde im Dunkeln liegt? Dort ist es gerade Nacht, während auf der anderen Seite die Sonne scheint. Zum Glück dreht sich die Erde. So kommt es zum Wechsel von Tag und Nacht. In Charlotte zum Beispiel geht gerade die Sonne unter. Das ist Mars, der rote Planet. Er besitzt nicht nur einen Mond, wie die Erde, sondern zwei. Wie alle Monde umkreisen sie ihren Planeten. Du merkst, hier ist einiges in Bewegung. Monde kreisen um ihre Planeten, Planeten kreisen um die Sonne und drehen sich um sich selbst. Auf der Erde dauert diese Drehung einen Tag und das Umkreisen der Sonne ein Jahr. Je nach Planet sind diese Zeiten unterschiedlich. Auf Jupiter zum Beispiel dauert ein Jahr 12-mal so lange wie auf der Erde. Das ist Jupiter. Er ist der größte Planet. Auf ihm tobt ein Sturm, in den die Erde 3-mal passen würde. Damit du ihn besser sehen kannst, ändern wir die Perspektive. Von hier aus kannst du seine 67 Monde gut erkennen. Der nächste Planet auf unserer Reise ist Saturn. Um ihn herum kreisen viele Eis- und Gesteinsbrocken. Von hier sehen sie aus wie Ringe. Am weitesten von der Sonne entfernt sind Uranus und Neptun. Sie sind sehr kalt, minus 200 Grad Celsius. Deshalb nennt man sie auch Eisriesen. Was merken wir uns jetzt? Du wohnst in der Milchstraße, dein Stern ist die Sonne, dein Heimatplanet die Erde. Hier siehst du nochmal das Sonnensystem. Es besteht aus 8 Planeten, vielen Monden und Asteroiden und unserem Stern, der Sonne. Aber denk daran, die Größen stimmen nicht. Damit du dir die Reihenfolge der Planeten merken kannst, gibt es einen einfachen Merksatz. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Jeder Anfangsbuchstabe eines Wortes steht für einen Planeten.